dir denn so der Film gefallen? Du machst so ein Gesicht. Ich fand den eigentlich ganz gut. So. Also ich muss sagen, die Bilder waren unglaublich gut. Auf jeden Fall. Wunderschön. Es gab so viele Momente. Charlotte und ich waren im Kino und waren die ganze Zeit so, oh geil, beste Aufnahme, Bildkomposition, super. Wunderschöne Farben. Es war immer toll. Manchmal waren es sehr viele warme Farben in den Traumsequenzen. Manchmal waren es ganz kalte Farben. Das war ja in der Realität so. Aber ich muss sagen, von der Geschichte her, ich weiß nicht. Es war irgendwie so kein Anfang, kein Ende. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn trotzdem immer noch sehr gut. Ja, also ich muss auch sagen, rein ästhetisch war es ein großartiges Kunstwerk, würde ich eigentlich fast schon sagen. Also mit wunderschönen Bildern, wunderbar zusammengestellt. Um ihn nur zu sehen, lohnt sich's. Aber sobald man dann versucht, auch irgendwas zu verstehen, wird das Ganze, denke ich, stark runtergezogen, finde ich persönlich. Das Ding ist halt, es gibt ja so viele so Metaphern so, ne? Und so Symbole. Und wenn man das mag, dann ist der Film ziemlich gut. Aber wenn man lieber Filme mag, die total offensichtlich ist, wo man alles sofort versteht, dann würde ich es nicht empfehlen, sich den Film anzugucken. Man ist auch ein bisschen verwirrt an vielen Stellen und denkt man sich, was ist jetzt passiert gerade? So, ist das jetzt echt oder hat er sich das ausgedacht? Aber ich fand, die Schauspieler waren auch ziemlich gut, ne? Also ja. Die Mutter fand ich vor allem, also fand ich sehr krass. Der Hund war süß. Auf jeden Fall, ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, bis wir uns mit dem Regisseur vorhin unterhalten haben, habe ich ja gar nichts verstanden. Insofern würde ich eigentlich auch bei diesem Film sagen, man muss es eigentlich fast aufteilen zwischen dem rein ästhetischen Bild und der Geschichte des Films, wenn wir jetzt zur Bewertung übergehen. Ja. Wie viel würdest du denn erstmal dem reinen Bild geben? Also rein optisch geben wir dem Film auf jeden Fall 5 Gummibärchen. Wir haben immer noch keine vegetarischen Gummibärchen, deswegen ist Charlotte die jetzt für uns hier. Und ja, storymäßig kriegt der Film leider nur 2 von uns. Besser als keine. Charlie freut sich. Ja. Ich fand es aber trotzdem lohnenswert, weil für solche Filme geht man ja auf die Berlinale, die so ein bisschen anders sind und die ein bisschen künstlerischer sind und wo man was ganz Neues sieht. Deswegen fand ich es echt gut, dass wir den gesehen haben. Ja, absolut. Also ich finde ja sowieso, ganz ehrlich, auf der Berlinale gibt es immer so deine 4 obligatorischen Pflichtkategorien eigentlich. Du hast deinen schönen Film, der einfach ein schöner Zeitvertreib ist, deinen obligatorischen Schwarz-Weiß-Film, die Pflichtdoku. Und dann der leicht schräge Kunstfilm. Ich finde, wenn man die 4 Kategorien abgeklappert hat, und das haben wir, finde ich, dieses Jahr, dann war es eine erfolgreiche Berlinale.